aktuellen Kurznamen. Kommende Saison auf Hochtouren. Bei den Salzburgern hat sich der neue Trainer Otto Baric noch auf die Position eines Beobachters zurückgezogen. Bei Admira Wacker sitzt der neue Trainer Sigi Held bereits auf der Bank. Er feierte heute seine Heimpremiere und er wollte einigen Spielern ganz besonders auf die Beine schauen, unter anderem Alexander Sperr. Vor knapp 500 Zuschauern in der Südstadt spielt Sperr Mandecker gegen Oliver Bierhoff, den besten Torstützen der Salzburger. Und Admira Wacker in den weißen Dressen ist vom Anfang an die überlegene Mannschaft. Die meisten Aktionen gehen von Kübauer und Artner aus, der auch hier flankt. Marschall, Sturmspitze mit Ernst Ogris, bewacht von Gager bzw. Fürsthaler. Wieder Kübauer, guter Doppelpass mit Marschall und die erste Möglichkeit verhindert von Torhüter Marcinko. Libero bei den Salzburgern heute Scheiber, da Heribert Weber an Grippe erkrankt ist. Sperr für Glatzmeier, der gemeinsam mit Artner und Gretschnig im Mittelfeld spielt. Viele Aktionen sehr langsam aufgebaut bei Admira Wacker. Sperr prallt hier mit Schiedsrichter Brunner zusammen. Fehler, etwas irritiert, aber kommt der Möglichkeit dadurch für die Salzburger über Herauf. Guter Pass auf Wilfurt. Übers Tor. Die erste wirklich große Möglichkeit für Casino Salzburg, vergeben von Gary Wilfurt. Das Tempo bleibt weiterhin nicht sehr hoch. Sperr wieder für Artner. Handspiel von Feiersinger wird hier reklamiert. Und Schiedsrichter Brunner gibt auch Freistoß für Admira Wacker. Kapitän Peter Artner. Marschall. Guter Kopfball, da hat Torhüter Marcinko Glück gehabt. Noch immer 0:0. Gretschnik für Kübauer. Er ist ein Vorbild an Einsatz. Der Ball scheint hier im Out gewesen zu sein, aber Brunner lässt weiterspielen. Ogris und wieder scheitert er an Torhüter Marcinko, der sehr gute Reaktionen, vor allem beim Herauslaufen, zeigt. Ganz ruhig der neue Admira Wacker Trainer Held, der weiterhin einen Sturmlauf seiner Mannschaft sieht, bei dem aber ab dem 16er nur sehr wenig herauskommt. Hier ein recht guter Kopfball aber von Ernst Ogris. Held testet ja viele seiner Spieler und deshalb sitzen auch Grammann oder De Georgi heute auf der Ersatzbank. Marschall und Eckball für Admira Wacker. Nach wie vor das Tempo nicht sehr hoch und die Zuschauer kommen kaum auf ihre Rechnung. Artner. Volleyschuss von Ogris, schießt aber seinen eigenen Mitspieler an und so bleibt es bis zur Pause bei einem relativ trostlosen 0:0. Nach Seitenwechsel hält der Druck von Admira Wacker weiter an. Die Mannschaft ist weiter überlegen, nur wenige Konter wie hier über Wilfurt. Der kommt an Libero Zinker vorbei. Sieht aber nicht, dass noch Tötzl heransprintet und Tötzl kann hier diese gefährliche Situation bereinigen. Die zweite gute Möglichkeit für die Salzburger von Wilfurt vergeben. Kübauer mit viel Laufarbeit, auch guten Dribblings, wird hier gefault von seinem Bewacher Leo Leiner. Freistoß. Und Sperr völlig allein am 16er. Trifft hier den Ball nicht. Das will einfach kein Tor fallen. Gretschnik. Ernst Ogris. Wieder einmal Kübauer. Direkt geflankt. Marschall völlig allein. Und wieder scheitert Admira Wacker am Salzburger Torhüter Marcinko. Er verletzt sich hier bei diesem Wolleschuss von Marschall, kann aber bald darauf wieder weiterspielen. Sehr viele Zweikämpfe enden mit Fouls, so wie hier Leiner an Kübauer. Später dann noch ein Freistoß am 16er. Torhüter Marcinko richtet die Mauer. Glatzmeier an die Stange. Marschall ist da und in der 73. Minute, also knapp vor Spielende, das 1:0 für Admira Wacker. Das scheint schon die Entscheidung in diesem Spiel zu sein. Hier noch einmal. Marschall hat Glück, dass der Ball zu ihm kommt und 1:0. Auf einmal ist das Tempo höher, man fragt sich, wieso die Spieler vorher nicht schneller gespielt haben.
mehr Tempo, mehr Druck auch bei den Salzburgern. Missverständnis in der Admira Wacker Abwehr. Kübauer aus dem Stand ist schon sehr müde, verständlich. Er ist wirklich viel gelaufen als einer der wenigen Admiraner. Marschall, Gretschnik, schlampiges Abspiel. Noch einmal Gretschnik, wieder zum Gegner. Und auf einmal ist Balzis frei, geht an Libero Zinger vorbei. Bierhoff und 5 Minuten vor dem Ende der Ausgleich für Casino Salzburg. 2 Fehler hintereinander in der Abwehr von Admira Wacker. Balzis am Libero vorbei. Bierhoff und er erzielt hier sein 23. Saisontor. Admira Wacker vor allem im Mittelfeld weiter völlig verunsichert. Fehlpass von Glatzmeier. Wieder kommt der Möglichkeit. Wieder Balzis gegen Zinger. Wieder kommt er vorbei. Aber Torhüter Wolfgang Knaller. Und hier Foul von Balzis und Schiedsrichter Brunner entscheidet auf Freistoß, es bleibt beim 1:1. Ich finde nicht, dass ein gerechtes Unentschieden ist. Wir haben sicher die besseren Chancen gehabt, aber wir sind selber schuld, wir verschenken unser Geld. Am Schluss, wenn man so ein dummes Tor kassiert, dann ist man selber schuld. Nun ja, ich glaube, beide Mannschaften haben keine überragende Leistung gezeigt, es war ein schwaches Spiel. Vielleicht hatten die Admira eine oder andere Chance mehr. Der Thomas Marschall wollte den Torwart anschießen ganz am Anfang. Wir hätten am Schluss noch die Chance, das 2:1 zu machen. Insofern, glaube ich, geht das Unentschieden irgendwie in Ordnung. Was haben Sie eigentlich in der kurzen Zeit Ihrer Arbeit bis jetzt geändert? Nun, wir wollen zum Ersten muss ich mal den Kader sichten, auch unter Wettkampfbedingungen. Und zum Zweiten wollen wir natürlich das Spiel über die Flügel forcieren. Und glauben Sie, dass Admira Wacker den Titelkampf noch entscheiden kann in der letzten Runde gegen Austria? Das ist durchaus möglich, dass wir da das Zünglein an der Waage sein können, wenn es noch wichtig ist. Salzburg ist 5.